Hey ho, willkommen zurück zu König der Löwen. Nein, zurück zu Terranigma. Ja, wir befinden uns immer noch mit Liam hier in diesem tollen Dungeon. Wobei ich sagen muss, ich nenne ihn lieber Simba. Aber nee, tue ich nicht. Er heißt Liam, also wird er auch so genannt. So, und ich darf ihn halt nicht mehr aus den Augen verlieren wie im letzten Part. Weil dann bleibt er einfach irgendwo hocken und ich darf den ganzen Weg nochmal latschen. Dabei war ich doch schon so weit hier. Wie gesagt, ich habe auch die Vermutung, wo der Endgegner am Ende ist. Ach man. Aber der Löwe muss halt dabei sein, um das Ganze zu triggern. Davon gehe ich mal hundertprozentig aus. Aber ich finde ihn toll. Den Löwen, ich mag ihn. Mein Gott, wie stark wir mittlerweile eigentlich sind. Wenn man halt diese kleinen Gegner halt mal wieder hat. Man die quasi mit einem Treffer hier tot. Das gefällt mir. Hüpf. Hüpf. Oh, ich hasse es, geröstet zu sein. So. Deswegen lasse ich jetzt die Gegner auch Gegner sein. Es seien die mobben mich, so. Oh, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Gut. Dort, sieh doch, die vielen Dämonen. Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. Jetzt folgt er mir aber richtig. Das ist gut. Ah, zweimal. Hallo Rö, du bist aber stark. Natürlich. Hallo Rö, du bist stark. Hallo Rö, du bist aber stark. Ja. Jetzt folgt er mir richtig, wa? Ja. Cool, eine Steinbrücke. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Oh nein. Scheiße. Ja, ganz toll. Jetzt bin ich ohne ihn wieder. Ich hoffe, er bleibt da oben sitzen. Weil sonst bin ich wirklich angesäuert. Wenn er da oben nicht sitzen bleibt. Den ganzen Weg nochmal latschen. Als hätte er nichts gebracht, wenn ich da rüber gelaufen wäre, dann wäre er ja auch abgestürzt. Oder hätte das überhaupt nichts gebracht? Überhaupt nichts, Mann. So. Ich dachte, ich kann da nicht mehr lang latschen. So. So viele Gegner, Mensch. So. Vor dem nächsten Endgegner muss ich auf jeden Fall wieder eine Heilknospe einsetzen. Auch wenn ich nicht so viel Schaden hier nehme, aber man weiß ja nicht, wie heftig der Endgegner am Ende ist. So. Was ist das für ein? Das ist wahrscheinlich nachher so ein Löwe oder sowas. Da gehe ich schon irgendwie fast von aus. Da das Ganze hier jetzt mit Löwen zu tun hat. Deswegen sage ich ja König der Löwen mäßig hier. So. Sieh doch dort viele Dämonen. Ich werde dir folgen, ja. Ganz toll. So. Hallo Rö, du bist stark. Hallo Rö und Hallo Gri. So, und jetzt muss ich nämlich direkt mitlaufen. So, cool, eine Steinbrücke. So, ja, lauf du bitte. Nein! Oh, das kann noch ein bisschen dauern. Das gebe ich zu, das kann dauern. Bis ich das so wunderbar schaffe, dass wir beide gleichzeitig rüberkommen. Können. Dass wir können, ja. Ich kann schon gar nicht mehr richtig faseln. Ja, das ist so ein Pipifax jetzt eigentlich, was jetzt gemacht werden muss. Gefällt mir überhaupt nicht, sowas. So. Weil ich muss ja immer wieder die Gegner kaputt kloppen. Ach ja. Was man nicht alles tut. Einfach nur, um die Welt zu retten. So. Und nochmal. Sieh doch, so viele Dämonen. Ja, dann kämpfst du mal wieder gegen sie. Ich habe sonst nichts zu tun. Hallo Rö, du bist so stark. Yay. Hallo Rö und Hallo Ri. So, also nochmal. Eine Steinbrücke. So, ich gehe jetzt am besten direkt mit dir mit. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Das war vielleicht aufregend, ja. Für dich vielleicht. Für mich war es nervig. Lade das gleich wieder cool. So eine Prüfung könnte ich immer ablegen, oder was? Weil wir jetzt den Screen ja verlassen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das macht Spaß. Okay, nächster Screen. So, und ich heile mich mal schnell. Ja, diesmal nehme ich eine Heilknolle.
Davon habe ich auch noch so ein paar, die kann ich ja wegballern. Die kosten ja eh kein Geld. Zwar schon, aber so... Ja, Pille-Palle-Geld. So, ich nehme noch eine. So, sehr schön. Gut, mehr brauche ich nicht. Das langt erstmal. So, kleiner Scheißlöwe. Kletterst du da jetzt hoch oder wo kletterst du entlang? Was steht da? Wow, sieht er diese Felsen an. Ja, er springt da bestimmt so hoch. Ja, 100 Pro. Das ist seine Aufgabe. Er springt da und ich muss klettern. Hey, Großer, lass uns ein Rennen nach oben machen. Ja, dann mal los. Hey. Auf die Plätze. Fertig. Los. Er ist sowieso vor mir da. Weil ich so langsam klettere. Ach ja. Ich hoffe, ich muss nicht das hier gewinnen. Das wäre nämlich voll fies. Weil das kann man ja gar nicht gewinnen. Haha, Großer, du hast verloren. Ja, egal. Hauptsache, du kommst jetzt endlich mit. So, das macht Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Sei bloß vorsichtig. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Achso, da ist er. Ach, schau mal einer an. Jetzt ist hier was getriggert. Hier war ich doch schon. Schlammhardos. Was für eine Überraschung. Ich bekomme hier sehr selten Gäste. Lass uns feiern. Das ist ja nur ein Mudman. Das soll ein Endgegner sein. Ein Mudman. So. Ja, aber ich kann ihn ja nicht erreichen, ne? Ah, okay. Liam schiebt immer wieder neue Steine hin. Werf mir diesen Stein. Ja, mache ich gerne. Blub. Ja, das ist ja... Das ist ja wirklich Pups einfach. Das ist ja nur ein blöder Mudman jetzt. Wenn ich da direkt... Aua. Wenn ich direkt zu ihm hinkommen könnte, würde ich ihn one-hitten. Ich meine, so kann ich ihn nur mit Steinen abwerfen. So aller Mädchen. Ich werf mit Steinen. So, komm wieder raus aus deiner Gruft. Flupp. Keine Ahnung, wie viele Steine ich noch ihn donnern muss, aber... Da das ja nur so ein Mudman ist, wird er ja nicht allzu schwer sein. So. Hey. Aber ich finde schön, dass der Löwe mir ein bisschen hilft, denn... Der mir da Steine hinschiebt. Aber im Prinzip habe ich ja dann die Prüfung bestanden und nicht er, ne? Na. Braucht aber auch lange, ne? Achso. Passiert nichts. Warte, tut mir leid. Sich der Prüfung stellen zeugt von großem Mut. Es war nicht fair, aus eurer Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe mich zu bessern. Nimm dieses Geschenk als Beweis dafür. Oh. Du Narr. Dachtest du wirklich, dass ich dich gehen lasse? Adieu. Boah. Das war jetzt unerwartet. So spielt das Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit. Ja, das ist sogar wahr. Aus Dank werde ich dir dieses Los ersparen. Was hast du mit ihm gemacht? Oh Gott. Weitere Musik. Hä? Das ist für ihn. Achso, Liam kämpft jetzt für mich. Ich kann jetzt nur hier warten, bis Liam ihn wahrscheinlich kaputt kloppt. Das finde ich jetzt irgendwie toll. Ich werde nicht verlieren. Aber man hört ja Geräusche. Ich kann es halt nur nicht sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne sehen, wie Liam jetzt für mich gewinnt. Scheinbar sind wir jetzt große Kumpels geworden. Ey, das ist aber kein gewöhnliches Löwenbaby, oder? Nein, das ist Liam, der Sohn des Königs, also. Und mein neuer bester Freund. Und er wird für mich kämpfen. Hier, ich kämpfe mit. Hier, sieht so aus, als würde ich gegen die Wand hauen. Achso, ich kann mich nicht bewegen. Gut.
Entschuldigung, nö, ganz sicher nicht. Ich wollte wirklich nicht lügen, ja, Verschont mich. Liam, fall bitte nicht auf ihn rein. Bitte tu es nicht, Liam. Ich sehe schon kommen, dass der kleine Löwe auch gleich bei mir ist. Ich habe mich schlecht benommen, glaubt mir. Nee, ich würde den Schlammhader so gerne jetzt kaputt kloppen. Ich gehe davon aus, dass Liam gleich hier unten sitzt. Weil er auch in die Falle getappt ist. Ah, da ist er ja. Oder was ist jetzt los? Hey, Großer, du bist okay. Du hast den Dämon ganz allein bezwungen? Cool, ich habe es geschafft. Ich alleine habe den Dämon besiegt. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Es scheint, als wurde Liam von vor mir erwachsen. Oder funkelt was. Hey, was ist das? Hatte der Dämon das bei sich? Welch ein prächtiger Stein, so rein und leuchtend. Bewahre ihn als Andenken an unser Abenteuer. Das werde ich. Ich betrachte ihn als Zeichen großen Mutes. Ein Mondstein, jetzt kann er sich entwickeln. Ich werde eine Möwe rufen. Einen Moment, ja? Ja, gerne. Achso, ich gehe automatisch dann weg hier. Okay, bringe ich die Möwe jetzt direkt wieder nach Safaria? Ich hoffe es. Weil ich möchte schon gerne nochmal mit Leon sprechen. So, Sahara. Was macht er da? Wo? Warum fliegt er so komisch? Hätte doch nur geradeaus fliegen müssen. So, Safarium. So, ab zu Leo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt was für mich hat. Weil ich halt seinen kleinen Löwen gerettet habe, seinen kleinen Sohn. Ich habe ihm geholfen, Prüfung zu bestehen. Und da ist er ja. Holle Rü, ich habe die Mutprüfung bestanden. Ich würde lieber mit dir gehen, anstatt König zu werden. Das finde ich toll. Hüstel, Räusper? Ich danke dir für die Rettung meines Sohnes. Wir stehen dir noch große Aufgaben bevor, kleiner Mensch. Ich werde die Tiere über dein Kommen unterrichten. Dies ist für dich, es wird dir auf deiner Reise behilflich sein. Eine Löwenklaue? Okay. Mal gucken. Wo ist die Löwen? Ach so, das ist ein... Zum Klettern gut geeignet. Ah! Vielleicht kann ich dadurch jetzt, jetzt die Greifenklaue. Ach Gott, ich bin doof. So, wo finde ich sie denn, die Löwenklaue? Ist das eine Waffe denn? Ja. Eine neue Waffe. So, Dornlanze wäre auch eine Waffe gewesen, na gut. Löwenklaue als Waffe ausrüsten. Ja. Ausgerüstet. Hurra. Sehr schön. Ja, dann sind wir ja schon wieder fertig, ne? Das war's mit Safarium. Wir haben hier alles geschafft. Yay. Oh, kleiner Simba. Ich möchte dich als Freund behalten. Hast du nochmal was Neues? Nee. Sagt eigentlich die Mutter irgendwas noch? Liam hat mir alles erzählt. Vielen Dank für deine Rettung. Ach, Leon wird dir sicher seinen Dank erweisen. Hallo. Ja, ja. Na gut, lebt wohl, kleine Löwen. Hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich da oben mal. So. Und speichern. Hurra. Jo, was ist nun zu tun? Ich habe keine Ahnung. Aber ich beende halt jetzt auch den Part. Und ich denke mal, ich werde vielleicht mal wieder so eine kleine Level-Einheit einlegen. Dass ich vielleicht auf... beim nächsten Mal vielleicht auf Level 16 bin oder sowas. Moment bin ich ja auf Level 14. Können wir ja nochmal kurz gucken. Ja, ich bin auf Level 14, ja. Dass ich vielleicht so Level 16 beim nächsten Mal bin. Ich möchte es zumindest probieren. Dann sehen wir uns hier bei der Möwe beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Tschüss.